So, heute das Thema, warum und wieso in Immobilien investieren. Ein Riesenthema, aber man sollte es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, gerade dann, wenn man sich noch nicht so intensiv mit dem Thema Immobilienanlage befasst hat. Und es gibt etliche Gründe, die auch ja eigentlich für jeden nachvollziehbar sind, warum eine Immobilie eine gute Anlage ist, sofern sie natürlich richtig ausgesucht und richtig konzipiert ist. Sie muss zu einem Anleger passen und von daher ist nicht jede Immobilie für jeden Wunsch oder für jede Zielsetzung die richtige, weshalb wir höchsten Wert darauf legen, dass wir mit euch sprechen können, dass wir wissen, wo wollt ihr mit eurer Immobilie hin, wofür soll sie dienen und wie sind eure Voraussetzungen. Das sollte passen wie ein Schuh, der nirgendwo drückt und auch nirgendwo zu viel Luft hat. Erstmal was Grundsätzliches, warum sind Immobilien wichtig? Ganz einfach, wir müssen essen, wir müssen trinken und wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Jeder wohnt irgendwo, es heißt nicht umsonst, gewohnt wird immer. Und ja, das allein ist eigentlich schon die richtige Antwort darauf, warum sind Immobilien wichtig. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, oh, eine Immobilie, die schön ist und einen hohen Wohnwert bietet, wäre mir nicht angenehm. Also ist damit fast schon definiert, über welche Immobilien wir sprechen. Und die Immobilien sind natürlich in Deutschland, wie eigentlich überall auf der Welt, zumindest in den westlichen Industrieländern, das konservativste Wirtschaftsgut und vor allem eben auch unabhängig von den Entwicklungen an den Finanzmärkten. Heißt, wenn der Geldwert sinkt, dann muss der Sachwert steigen. Und das ist die grundsätzliche Mechanik, die der Immobilienpreisentwicklung seit Bestehen der Bundesrepublik zugrunde liegt. Und warum sollte ich daran nicht teilhaben? Wenn man sich fragt, könnte das was für mich sein? Und dann kann ich nur eins sagen, wer von euch hat schon mal in Miete gewohnt? Dazu vielleicht auch gerne mal an einer Umfrage teilnehmen. Und wer wohnt inzwischen in eigenem Immobilienbesitz? Auch dazu können wir gerne Umfragen machen und die Antworten interessieren uns natürlich. Wer sich jetzt also fragt, okay, warum ist eine Immobilie gut für mich oder ist das eine Risikosache für mich, dann kann ich nur sagen, wer von euch hat schon mal in Miete gewohnt? Und da muss ich die Frage stellen, war das schlecht für den Vermieter? In aller Regel nicht. Jeder hat schon mal irgendwann in Miete gewohnt, kennt das Gefühl, hat Miete bezahlt und geht auch nicht davon aus, dass das für den Eigentümer der Wohnung, in der ich als Mieter war, eine schlechte Sache war. Also, das Thema ist nicht neu, es ist nicht geheimnisumwittert, es ist eigentlich eine absolut, wenn es richtig gemacht wird, auch eine sehr soziale Geschichte. Denn jemand hat Immobilieneigentum und stellt es jemandem anderen zum Bewohnen zur Verfügung. Daran ist absolut nichts Schlechtes, das ist sogar eine ganz hervorragende Sache. Und wenn man das auf seriöse Art und Weise betreibt, sind alle glücklich. Und das ist ganz einfach etwas, was wir im Rahmen unserer jetzt 25-jährigen Bestehen der Firma eigentlich immer ganz vorne angestellt haben, dass sich nicht nur die Eigentümer, sondern eben auch die Mieter mit den Projekten, die wir initiiert und realisiert haben, wohlfühlen. Und die Tatsache, dass jemand eine Wohnung besitzt, dafür ein Entgelt kassiert, nämlich die Miete, was ja auch völlig in Ordnung ist, und dieses Geld eben dann dazu nutzt, um seine eigenen Verbindlichkeiten, die er mit der Wohnung hat, abzutragen. Das heißt, das nennt man Kapitalbildung. Andere machen eins und haben Kapital, das ihnen an den Geldmärkten nicht genug Geld bringt oder möchten sich auch nicht auf unsichere Geldanlagen verlassen.
denken eher etwas konservativer und sicherheitsorientierter, nehmen dieses Geld, parken es in der Immobilie und ja, profitieren dadurch an der Wertsteigerung der Immobilie, die automatisch eigentlich stattfindet, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sie dasteht, wo jemand gerne wohnt. Die Mechaniken sind relativ überschaubar und auch einfach zu verstehen. Es würde uns freuen, wenn ihr euch dafür interessiert, dass ihr einfach mal das Telefon in die Hand nehmt, schreibt uns eine E-Mail. Wir setzen uns zusammen, wir können einen Zoom-Call machen, was auch immer, aber die ganze Mechanik und die ganze Wirksamkeit eines solchen Engagements lässt sich natürlich dann auch mit euren Zahlen, die mit einer Immobilie, die auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, am besten darstellen. Und da sage ich immer, ja, Mathematik lügt nicht. Am Ende steht unterm Strich eine Zahl, die sagt ja oder nein. Und da würde es mich freuen, wir könnten die auch mal für euch ermitteln. Und dann hättet ihr Klarheit. Und auf die Gespräche freue ich mich und wünsche mir hier, dass euch das Spaß gemacht hat und wir von euch hören. Danke. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen daran geschnuppert, dass es sich lohnt, eine Immobilie zu kaufen. Habt eine Idee davon, warum das eine lukrative Sache sein kann. Wir haben auch auf unserem Kanal beispielsweise ein Video, wie man seine erste Immobilie, wie man einsteigt in die Immobilienwelt. Und natürlich würde es uns wie immer freuen, ihr liked, ihr abonniert und teilt uns, denn wir möchten die Informationen möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Und ja, wir werden noch mit einigen Videos für euch da sein und gerne auch Anregungen, welche Fragen euch oder welche Themen euch ganz besonders interessieren. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.